Simu Let's Play. Hallihallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zum Euro Truck Simulator 2. Ihr seht, mein LKW sieht etwas anders aus. Ich habe im Multiplayer in der Zwischenzeit ein bisschen was gemacht. Da der jetzt wieder funktioniert, wird jetzt auch irgendwann mal ein Multiplayer Let's Play folgen. Wird aber wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Und ich würde sagen, wir gucken, was es am Frachtmarkt aktuell gibt. Und wo wir gerade sind. Wir sind in Genf. Gucken wir mal, was wir haben. Entweder nach Turino oder nach Straßburg. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal hoch nach Straßburg und gucken, was die Strecke bringt. Auf geht's! So, und ab zum komm rüber da! Super! Scheiß Auto. Gleich mal rausgefahren, gleich das erste Auto nimmt dich mit. Ich hasse es, ohne Trailer zu fahren, muss ich auch dazu sagen. Ich bin eigentlich gewohnt, dass ich mit Trailer fahre. Fahre ich auch besser. So, und dann guck mal. Straßburg haben wir gesagt. So, rein in die Innenansicht. Was macht man da draußen? Bin jetzt übrigens, könnte sein, dass ich irgendwie Kacke zusammenfahre jetzt, weil ich bin jetzt gerade den Multiplayer gewohnt. Habe in den letzten Tagen nur Multiplayer gespielt. Und jetzt gucken wir mal, ob wir im Singleplayer überhaupt noch fahren können. Wir haben ja viel mehr Autos. Im Multiplayer hast du ja keine Autos, da hast du nur die anderen LKWs, die fahren. Aber gucken wir, ob sich ein Multiplayer-Let's Play ausgeht, ob wir was machen. Werden wir sehen. Ich kann es noch nicht versprechen. Und ab geht's auf die Straße. Und natürlich, was ist die erste Ampel? Natürlich rot. Und wird grün. Sehr schön. Und auf geht's, wir starten durch. Wir müssen hier gleich wieder nach links. Wenn es nicht langweilig wird, biegen wir überall ab, wo wir abbiegen können. So, und los geht's. Zur Information, was wir jetzt machen werden noch. Damit die Parts nicht allzu lange werden, wird auf der Autobahn Zeit gekürzt. Das heißt, wir werden jetzt mehr aufnehmen. Das heißt, die Zeit, die wir aufnehmen, ist länger. Dafür jedoch, muss man dazu sagen, werde ich auf der Autobahn ruhig sein. Und dafür das Ganze etwas schneller fahren lassen. Also nicht wundern, wenn wir dann irgendwie sehr schnell unterwegs sind. Das ist dann der Zeitraffer. Weil ich meine, immer nur Autobahn fahren ist ja für euch auch langweilig. Für mich nicht, weil ich fahre ja, aber für die zu sehr. Und da wird dann nur dann der Zeitraffer beendet, wenn es interessant wird. Also das heißt, wenn ihr dann seht, dass es schneller läuft, könnt ihr euch freuen, weil wenn ihr seht, dass es dann wieder langsamer wird, dann wisst ihr, dass irgendwas passiert. Es wird natürlich der Zeitraffer nicht die komplette Zeit sein, sondern schon nur ein bisschen dazwischen. So, wir fahren Richtung Bern, Zürich. Ab auf die Autobahn. So, kommen tut nix. Dann geht's los. Wir sind auf der Autobahn und es geht los. Für alle zur Information, ich habe jetzt übrigens auch mittlerweile schon fast ganz Westeuropa erkundet, also zumindest einen Großteil davon. Und war sogar schon in England. Ich habe schon den Linksverkehr geprobt. Weil nicht, wenn ich dann mal mit euch nach England fahre, dass es uns dann so passiert, dass wir, wie sage ich es am besten? In England die ganze Zeit rechts fahren, nennen wir es so. Und jetzt die Autobahn entlang.
So, hier müssen wir wieder nach links, nicht so wie im letzten Part, oder? Wenn wir wieder anfahren. Nee, hier geht es ausnahmsweise wirklich zweispurig weiter. Gut, dann können wir wieder weiterfahren. Dann brauchen wir ja gar nicht nach links. Wir nähern uns der nächsten Abfahrt, die wir auch wieder geradeaus müssen. Gucken wir, ob wir hier auch wieder gerade fahren können oder ob wir wieder rüberziehen müssen auf die andere Spur, so wie beim letzten Mal, wo wir gleich angefahren sind. Sieht gut aus, wir dürfen, glaube ich, hier bleiben, wo wir sind. Sieht gut aus. Dann geht's jetzt wieder weiter bis nach Straßburg. Ich glaube, dass wir bis Straßburg hier auf der Straße bleiben, was ich so gesehen habe. Nee, wir haben noch eine zweimal Abbiegung drinnen. Sehr gut. Das wird interessant. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter. Wisst ihr Leute, ich habe ja auch schon überlegt, ob ich nicht hergehe und einfach die Stückchen dazwischen rausschneide. Nur ich habe mir gedacht, ihr wollt das ja sehen, wie gut ich fahre. Dass ich andauernd irgendwo anfahre oder so oder die Spur nicht halten kann. Na, was ist denn da vorne hier los? Hallo, gebt Gas! Ich habe einen LKW. Wenn ich so weit bremse, kann ich wieder nicht beschleunigen. Also, Gas, Gas, Gas da vorne. Die schlafen hier was zusammen. Komm, gib Gas, ich bin ein LKW, ich habe keine Zeit zum Bremsen. Ich muss liefern, haben nur noch 2 Stunden 29. Ah, da haben wir ja sogar noch genug Testzeit übrig, wie ich gerade sehe. Dann brauchen wir uns ja gar nicht hetzen. Unsere Reststrecke beträgt 153 Kilometer bzw. 152 und 2 Stunden 27, 25. So, damit ist das auch gesagt und wir beschleunigen wieder. Es geht wieder ab auf die 80, beziehungsweise bei mir 85. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch CB-Funk, dass wir uns mit den anderen LKW-Fahrern unterhalten können, aber das haben wir im Multiplayer-Video gesehen, das machen wir über TeamSpeak. Da sind wir dann ein schöner Konvoi auch, kann man sagen, fast schon. Da sind wir 3 bis 4 Leute meistens. Geht natürlich noch größer, wenn wir genug Leute finden. Also, wer mitmachen will, einfach mal melden. Dann können wir uns im Teamspeak zusammensetzen. Wichtig ist Headset mit Mikrofon und Lautsprecher. Das ist ganz wichtig, dass ihr auch mit uns sprechen könnt. Schreiben ist bei uns nicht erwünscht. Ist zu viel Arbeit immer zu lesen. Vor allem da kommen wir dann mit dem Aufzeichnen und Nachrichten nicht, beziehungsweise Synchronisieren nicht hinterher, weil wir müssen euch das ja synchronisieren, wenn ihr nicht selber sprecht. Wie sieht denn das aus, wenn wir alles vorlesen? Wenn, dann müssen wir schon synchronisieren auch. Und das ist kompliziert mit dem Text-to-Speech. So. Jetzt geht es wieder ein Stück geradeaus, weil ich gesehen habe. Gucken wir nochmal. Ja, jetzt geht es wieder ein Stück geradeaus. Jetzt halte ich mal wieder meine Klappe. Und ihr könnt ein bisschen die Fahrt genießen. So, und hier haben wir wieder genau das, was ich hasse. Hier steht es, geht zweispurig weiter und dann ist die rechte Spur ein Sperrstreifen. Na super! Genau das ist super im Euro Truck Simulator. Wir freuen uns, wenn wir das nicht haben. Es ist aber leider wieder mal so. Wer es nicht gesehen hat, wir sind übrigens bereits in Frankreich, Frosse, France. Wie man es auch nennen möchte. Auf jeden Fall, wir sind bei den Franzosen. Da dürfen wir jetzt nicht nur 85 fahren, sondern sogar 95, beziehungsweise eigentlich nur 90, aber gut. Das ist mir ja egal.
So Leute, das war's jetzt mit der Ruhe. Wir erreichen in wenigen Minuten in Straßburg. Wir haben noch eine Stunde, 2 Minuten zu fahren. 63 Kilometer. Ist nicht mehr allzu weit. Die Fuhr fahren wir fertig. Das heißt, ab jetzt werden wir es schaffen, dass wir jeden Part eine Tour fahren. Und nicht nur noch einen Anfang einer Tour. Das ist jetzt der Vorteil, wenn ich da ein bisschen im Zeitraffer fahre. Dann können wir da ein bisschen was reinholen. Und somit kommen wir mit der Sendezeit raus. So, ich sehe fast schon die Abfahrt. Soweit ich jetzt weiß. Ne, das ist nur noch eine Kurve. Aber nach der Kurve kommt die Abfahrt. Also wir sind noch lange auf der Autobahn. Also lange, gut gesagt. Ein paar Minuten, aber nicht mehr lange. So, rüber nach links. Nee, doch nicht. Der hier da vor uns macht Platz. Damit wir hier Gas geben können. Ja, schneller als 90 können wir nicht fahren. Ich habe den Geschwindigkeitsbegrenzer drin, den standardmäßigen. Weil ich sage immer, ich fahre lieber 90 als zu schnell. Weil wenn ich zu schnell fahre, muss ich bezahlen. So, ich sehe schon unsere Abfahrt, also das heißt, ich bleibe ein bisschen hinten. So, es geht runter von der Autobahn Richtung Straßburg. Oh, der vor uns fährt anscheinend auch nach Straßburg. Und ich sehe schon das Ziel vor Augen, sehr schön. So mag ich das. So, runter von der Autobahn. Abfahrt ist nach rechts. Oh, der fährt auch ab, sag ich doch. Der fährt auch nach Straßburg. Und dann ab in die Stadt mit uns. So, ich sag das, mit Trailer kann ich viel besser lenken. Das geht viel schöner. Irgendwie komisch. Aber ist halt so. Ich habe gar nicht geguckt, wo müssen wir denn ablehnen? Tramieri, meine Lieblingsabladestelle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das kann was werden. In Straßburg bei Tramieri. Ich hoffe, der vor uns will nicht auch dort abladen. Nee, der will nicht zu Tramieri. Das ist schon mal gut. Weil hier sieht man ja schon, hier ist eine relativ große Einfahrt. Ich glaube, das ist die kleinste Einfahrt, die es hier auf der Map gibt. Tramieri. So. Das erste Hindernis ist gemeistert. Wenn das gemacht ist, ist es ein Kinderspiel. Wie ihr seht, haben wir hier nicht mehr weit. Hier brauchen wir nur noch ein bisschen vorziehen und dann fast gerade zurückstoßen. Falsche Richtung, wie immer. Kennt man ja von mir, dass ich immer die falsche Richtung nehme zu Anfang, aber dann meistens fast in einem Zug einparke. Gucken wir, ob mir das jetzt diesmal auch gelingt. Sieht nicht gut aus bisher, aber guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Perfekt eingepackt ist was anderes, aber wird auch leider nicht grün. Gut, dann fahren wir nochmal vor. Hat doch nicht so geklappt, wie ich das wollte. Ach so, ich fahre auch noch in die falsche Richtung vor. Eieiei, was ist denn heute mit mir los? Wenn ich schon vorfahre, sollte ich zumindest in die richtige Richtung vorfahren. So. Mal, ne, ich glaube, das wird wieder nichts. Sag ich doch.
Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Normal kann ich das ja eigentlich viel besser, wie ihr alle wisst. Ah, jetzt haben wir es geschafft. So, dann guck mal, ein ausgezeichneter Erfolg. Sehr schön, das gefällt mir. Wir sind übrigens auch schon Level 11, wie ihr seht. Und ich würde sagen, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal, euer Fipsi. Tschüss.